Der Sozialdienst katholischer Frauen hatte in dieser Woche rund 180 Gäste zum traditionellen Herbstempfang geladen. Darunter kirchliche und politische Weggefährten sowie Spenderinnen und Spender. Festredner war der ehemalige bayerische Ministerpräsident und engagierte Christ Günther Beckstein. Er thematisierte aktuelle Herausforderungen, etwa die Flüchtlingsproblematik oder den Pflegenotstand. Im Anschluss wurde der neue SKF-Adventskalender der Öffentlichkeit vorgestellt. 4000 Stück gibt es zu kaufen. Jeden Tag im Advent werden interessante Preise verlost, zum Beispiel eine Lama-Wanderung, Restaurant- oder Wellnessgutscheine. Nach der Devise: gewinnen und dabei Gutes tun. Der SKF unterstützt Frauen und Familien in Not- und Belastungssituationen hier in Augsburg, aber auch in der Region. Und dafür nehmen wir die Gelder her. Natürlich werden wir auch öffentlich finanziert, durch die Kirche, aber auch durch den Staat. Aber es gibt immer Dinge, die da nicht drüber finanziert werden können. Und dafür können wir dann die Spenden und die Einnahmen des Adventskalenders gebrauchen. Vom Erlös des letztjährigen Kalenders konnten insbesondere obdachlose Frauen unterstützt werden. Ein Thema, das den SKF auch weiterhin intensiv beschäftigt. Frauen liegen nicht unter der Brücke, sind nicht auf der Straße. Wir haben hier ganz viel verdeckte Obdachlosigkeit, wo man mal hier wohnt, mal da wohnt. Aber das sind nie sichere Wohnverhältnisse. Und von daher haben wir viel politische Lobbyarbeit geleistet, dass es für Frauen eine eigene Notunterkunft geben soll. Und es freut mich sehr, dass die Stadt dem jetzt nachkommen wird. Und im nächsten Jahr wird eine eigene Notunterkunft für Frauen entstehen. Und das ist ein großer Erfolg für den SKF. Mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut der SKF Augsburg 13 Einrichtungen und Beratungsstellen. Dort erhalten pro Jahr ca. 5000 Menschen Unterstützung, unabhängig von Konfession, Alter oder Nationalität.